Herzlich willkommen im Senckenberg-Museum Frankfurt zur Eröffnung der Ausstellung Edmonds Urzeitreich. Mein Name ist Martin Czepek und ich habe die Freude, Sie durch den heutigen Abend zu führen. Bei unseren bisherigen Ausstellungseröffnungen hat es an dieser Stelle meistens einen leichten, aufmunternden Applaus gegeben. Daraus wird heute leider nichts, da wir keine Gäste bei dieser Ausstellung dabei haben können. Ich bin leider das einzige Live-Element, was Sie heute hier in der Grabungshalle erleben dürfen, zumindest vorerst, habe mir aber jede Menge digitale Gäste eingeladen, die wir zu Wort kommen lassen wollen. Die Gäste sind aus dem Ausstellungswesen, aus der Wissenschaft, es sind unsere Förderer und Unterstützer. Und in kleinen vorbereiteten Clips wird jeder von Ihnen seine Sicht auf das Projekt äußern und schildern und wird Ihnen darstellen, warum er so begeistert und so fasziniert von diesem Projekt war, dass Sie unbedingt dabei sein wollten. Wir hoffen, dass wir Sie mit unserer Veranstaltung heute dazu animieren können, Senckenberg zu besuchen und hier in Frankfurt unser Museum aufzusuchen. Die Eröffnungsveranstaltung wird ca. 45 Minuten dauern, inklusive einer Fragerunde, die wir am Ende mit unserem Projektleiter Herrn Philipp Pawlik durchführen werden. Und die Fragen für diese Fragerunde, die kommen von Ihnen. Sie können ab sofort unter dem Hashtag Edmonds Urzeitreich in den sozialen Medien oder über eine Direktnachricht Ihre Fragen stellen, die wir sammeln und anschließend beantworten werden. Ich denke, der Vorrede ist genug. Wir können loslegen. Schnappen Sie sich also Ihr Lieblings-Ausstellungseröffnungsgetränk und freuen Sie sich auf das, was wir für Sie vorbereitet haben. In den ersten Beiträgen sehen Sie in einem Clip von unserem Medienpartner National Geographic, wie diese Grabungsstätte bzw. das Material, was Sie auch hinter mir im Hintergrund sehen können, von Wyoming in den USA zu uns nach Frankfurt ins Senckenberg-Museum gekommen ist. Herr Philipp Pawlik wird Ihnen erläutern, wie die Idee entstanden ist zu diesem Projekt und warum wir uns auf dieses Projekt gestürzt haben. Und Franziska Nori, Leiterin des Kunstvereins Frankfurt, wird Ihnen darstellen, welche Herausforderungen existiert haben, als wir diese Halle gebaut haben, die extra für diese Grabung errichtet wurde. Aber als erstes begrüßt sie unsere für den Programmbereich Wissenschaft und Gesellschaft zuständige Direktorin, Frau Professor Katrin Böning-Gese. Bitte schön, Katrin. Ich möchte Sie herzlich zu dieser ungewöhnlichen Ausstellungseröffnung begrüßen. Mein Name ist Katrin Böning-Gese. Ich bin Mitglied des Senckenberg-Direktoriums und dort für das Programm Wissenschaft und Gesellschaft zuständig. Nun, wir erleben, heißt es derzeit, eine Krise historischen Ausmaßes. Hier gibt es durchaus eine Verbindung zu unserer Ausstellung. Wie sieht die aus? Nun, in der internationalen Presse heißt es, wir sind in Deutschland vergleichsweise gut durch diese Krise gekommen. Warum? Weil wir in Deutschland auf die Wissenschaft gehört haben. Sowohl die Bevölkerung als auch die Regierung. Nicht jeder, nicht alle, aber die überwiegende Mehrheit. Und das funktioniert nur, wenn alle verstehen, wie Wissenschaft bis zu einem bestimmten Punkt funktioniert und wenn wir Vertrauen in die Wissenschaft haben. Und hier ist die Verbindung zu Senckenberg. Bei Senckenberg ist die Vermittlung von Wissenschaft und Forschung Programm. Mit Ausstellungen wie dieser wollen wir Wissenschaft und Forschung verständlich und anschaulich machen. Für alle. Wir laden Sie herzlich ein, die Ausstellung zu besuchen. Sie ist richtig spannend und macht richtig Spaß. Very excited to see the Senckenberg Museum doing something that really hasn't been done before. Gerade sowas ist eben für uns spannend. I really am anxious to look at the results of that. Das Besondere bei dieser Dinosauriergrabung ist, dass wir nicht nach den Dinosauriern suchen. Wir versuchen hier die ganze Fläche zu dokumentieren. So I'm very excited to see the Senckenberg Museum doing something that really hasn't been done before. They're taking this bone bed and they're cutting it up like you would a plate of lasagna. Wir haben im Jahre 2018 eine erste Reise unternommen, um die Möglichkeit zu überprüfen, dieses Projekt durchzuführen.
und haben jetzt im Jahr 2019 innerhalb von 3 Wochen dieses Programm abgeschlossen. Wir schauen, welche Knochen liegen wo, dann werden die Schnitte gesetzt. Ja, das Gewicht von diesen Blöcken ist tatsächlich die Herausforderung, die wir hier haben. Ein Block wiegt circa 1,5 Tonnen. Ziel ist jetzt tatsächlich, dass wir einen Block nach dem anderen hier hochfahren, in Container verladen und dann mit dem Container abtransportieren können. And they're taking it back and they're going to put it all back together. They're going to make that lasagna into one piece again. Gerade sowas ist eben für uns spannend, wenn wir sehen, es gibt nicht nur ein Tier, sondern wir können ein ganzes Ökosystem an verschiedenen Lebewesen hier rekonstruieren. I really am anxious to look at the results of that, because they not only are going to be able to put the bone bed back together again, but they'll have been able to retrieve a lot more information than you can get by just getting the single bones out. So I'm very excited about this site. Willkommen in der Sonderausstellung Edmonds Urzeitreich hier am Senckenberg Naturmuseum. Hinter mir sehen Sie den Hauptprotagonisten und auch den Grund für diese einzigartige Ausstellung, die wir Ihnen heute hier präsentieren dürfen. Und zwar die Mumie eines Edmontosauriers, eines Entenschnabeldinosauriers, die vor rund 100 Jahren inmitten im Westen der USA entdeckt worden ist. Die Fundstelle von unserem Edmontosaurus ist einzigartig, ist lange Zeit nicht bearbeitet worden. Was wir über ihn wissen, ist, dass er eine der wenigen Dinosaurier-Mumien ist, bei der sogar der Hautschatten, also Abdrücke der Originaloberfläche der Haut, erhalten geblieben sind, die uns natürlich unglaublich viel über dieses Tier verraten. Was wir allerdings nicht wissen, ist, wo lebte er? Wie sah sein Ökosystem aus? Was wissen wir über andere Tiere in seinem Lebensraum? Und das war Grund für dieses einmalige Projekt, das war Grund dafür für eine Truppe von Senckenbergern, die 2018 und 2019 zu der großen Grabung nach Luskin, Wyoming aufgebrochen sind. So, herzlich willkommen auch von mir zu diesem virtuellen Rundgang, dieser virtuellen Eröffnung. Erstmal ungewöhnlich, aber ich glaube, Sie freuen sich jetzt schon alle, diesen spektakulären Raum von den Yardworks zu sehen. Mein Name ist Franziska Nori, ich leite den Frankfurter Kunstverein und wir sind erneut Kooperationspartner, institutioneller Kooperationspartner mit dem Senckenberg Museum und haben für diese Ausstellung ein Künstlerkollektiv gebeten, eingeladen, diese ungewöhnlichen Räumlichkeiten für dieses Exponat zu gestalten. Die Grundidee lag darin, dass man einen ganz neuen Aufmerksamkeitsraum schafft, in dem Besucherinnen und Besucher tatsächlich auch die Wissenschaft live miterleben kann. Und ich denke, so wie Sie die Möglichkeit haben, werden Sie hierher kommen mit Ihren Familien, mit den Kindern, einfach auch die Zeit hier verbringen, diesen Ort auf sich wirken lassen und die Exponate auch in dieser Ewigkeit, dieser zeitlichen Dimension mitzuerleben. Viel Spaß Ihnen allen! Wir haben Ihnen vorstellen dürfen, was es mit dem Projekt Edmonds Urzeitreich auf sich hat. Und in dem Clip von National Geographic haben Sie bereits einen kurzen Blick auf das Grabungsfeld in Wyoming werfen dürfen. Aber haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, wie so eine Grabung eigentlich abläuft? Wie war das beispielsweise vor 100 Jahren? Oder was ist der Unterschied zu heute? Wie wird heute ausgegraben? Und was machen wir hier zusätzlich in dieser Halle? Die Frage ist ja auch, wie findet man überhaupt Fossilien? Nun, Dr. Burkhard Pohl, Gründer des Wyoming Dinosaur Center, und Philipp Havlik werden es Ihnen erzählen. Und Roman Kartz, General Manager bei National Geographic, wird Ihnen erläutern, warum sich die Gesellschaft, National Geographic, Entschuldigung,
von unserem Projekt hat so begeistern lassen, dass sie sofort mit an Bord waren. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Burkhard Pohl. Ich bin seit 40 Jahren Fossiliensammler und habe in dieser Zeit in verschiedenen Bereichen mit dem Senckenberg Museum zusammengearbeitet. Im Jahre 1995 habe ich das Wyoming Dinosaur Center in Thermopolis gegründet, um eine Dinosaurierfundstelle der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Beim Wyoming Dinosaur Center können die Besucher nicht nur das Museum, sondern auch die Dinosaurierfundstellen besuchen. Auch können sie zusammen mit unseren Paläontologen an Grabungen teilnehmen. In unserer Schaupräparation können die Präparationstechniken beobachtet werden und schließlich sind die aufgebauten Exponate in der Ausstellung zu besichtigen. Die Besucher können somit den gesamten Ablauf paläontologischer Arbeit mitverfolgen. Die meisten großen Museen sind naturgemäß weit von Fundstellen entfernt. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir im Rahmen dieses Projektes eine Dinosaurierfundstelle nach Frankfurt bringen konnten. Für die Umsetzung dieses Projektes haben wir gemeinsam neue Techniken entwickelt und es erstmals möglich gemacht, eine Dinosaurierfundstelle mobil zu machen. Die Dinosauriermumie von Edmond, dem Edmontosaurier, wurde vor über 100 Jahren von einem der bekanntesten Dinosaurierjäger Nordamerikas ausgegraben. Das war ein gewisser Herr Sternberg, der mit seinen drei Söhnen quer durch den Westen der USA getigert ist, auf der Suche nach neuen herausragenden Fossilfunden und 1910 in Niobrara County im Osten Wyomings, mitten zwischen nichts und noch weniger, ein Gebiet, das im Prinzip eine riesige Graslandschaft ist, mit unglaublich vielen Gesteinen, die irgendwo an der Oberfläche rumliegen. Also wirklich eine karge, menschenverlassene Landschaft. In diesem Gebiet konnte er die Funde von unserer Dinosauriermumie entdecken. Wir hatten leider im Senckenberg sehr wenige Informationen über den Fundort und auch über die Fundumstände, wie dieses Stück seinerzeit vor über 100 Jahren ausgegraben worden ist. Und wir haben uns im Zuge dieser Ausstellung auf die Spurensuche gemacht und wurden an einigen Universitäten in den USA fündig und haben Fotoarchive von der Grabung im Gelände in der Umgebung von Lusk, Wyoming entdeckt. Hier sieht man Charles Sternberg und seine drei Söhne in dem Moment, wo sie unsere Dinosauriermumie vollständig ausgegraben hatten, kurz bevor sie dann verschifft werden konnte. Wie kommt jemand überhaupt auf die Idee, in so einer menschenverlassenen Gegend nach Dinosaurierfossilien zu suchen? Das ist ein Aspekt, der ist vor allem von zwei Paläontologen geprägt, Marsh und Cope, zwei Leute, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Der eine der Lebemann, der andere der pedantische Forscher, beide getrieben von dem Willen, die schönsten und besten Dinosaurierfossilien zu entdecken. Tatsächlich hatte sich der wilde Westen der USA als ein Eldorado für Fossilienjäger herausgestellt, sodass diese beiden Kontrahenten sich quer durch die Bundesstaaten jagten, auf der Suche nach noch besseren Funden und sogar ihre einzelnen Grabungen mit Waffengewalt vor den Kontrahenten schützen mussten. In dieser Tradition ist auch Charles Sternberg zu sehen, der für beide der Kontrahenten vorhin gegraben hat, bis er bemerkt hat, eigentlich ist es besser, wenn ich auf eigene Rechnung arbeite. 2018 und 2019 haben sich Senckenberger in die Weiden Wyomings aufgemacht. Ziel dieser Prospektion war, die alten Fundstellen von Edmond wieder zu entdecken und auch neue Informationen über das Ökosystem zu sammeln, in dem er damals gelebt hat. Die Landschaft in Niobrara County ist immens. Die Weitläufigkeit ist unglaublich. Man kann überall Fossilien finden, aber man weiß nie, wo ist denn wirklich das, was mich interessiert. Aus dem Grund wurde 2018 die richtige Fundstelle gesucht, um dann ein Jahr später mit einem Team von 20 Leuten, mit Gabelstaplern, Baggern, Autokranen, mit einem riesigen Container und allem möglichen an Logistik an die alten Fundstellen der Edmontosaurier in Wyoming zurückzukehren. Das Ergebnis ist das Baumbett, das wir mitgenommen haben und das jetzt hier live im Senckenberg ausgegraben wird. Wir befinden uns jetzt hier im Herzstück der Ausstellung Edmonds Urzeitreich, in dem Bereich, wo wir an dem Dinosaurier-Baumbett arbeiten, das wir in Wyoming zwar entdeckt haben, dann aber am Stück bis nach Frankfurt transportiert haben.
Die Blöcke, auf denen ich gerade sitze, sind insgesamt 20 Quadratmeter groß und haben ein Gewicht von rund 30 Tonnen. Hinter mir arbeiten zwei Kollegen daran, minutiös Fossil für Fossil, Knochen für Knochen freizulegen, um dabei jeden Tag wieder neue Entdeckungen zu machen. Warum machen wir sowas überhaupt? Warum transportieren wir ein Bonebed am Stück von Wyoming hierher nach Frankfurt und holen nicht einfach die Einzelknochen raus? Wenn wir die Ausgrabung nach Frankfurt verlagern, können wir hier mit der Technik, die wir nur in Senckenberg oder an Forschungsinstituten zur Verfügung haben, viel genauer ausgraben und auch kleinste Details entdecken, die im Gelände verborgen blieben. Ein ganz schönes Beispiel ist das kürzlich entdeckte Fossil von Zähnen eines kleinen Raubdinosauriers. Die Zähne sind gerade mal 3-4 mm groß. Sowas übersieht man total leicht im Gelände. Hier bei dieser minutiösen Arbeit wird es dann natürlich bis ins Detail dokumentiert. Tatsächlich wissen wir nicht, was hier noch alles auf uns wartet. Wir wissen nur, es werden sehr, sehr viele Funde rauskommen. Ein Großteil der Funde stammt vom Entenschnabelsaurier. Aber es werden auch Krokodile dabei sein. Es werden auch Schildkrötenreste dabei sein. Es werden weitere Raubsaurier folgen. Hoffentlich auch einige Säugetierfossilien. Es gibt insgesamt über 70 verschiedene Wirbeltierarten aus dieser Formation, die uns schon bekannt sind. Und vielleicht finden wir auch was völlig Neues. Der Besucher ist live bei jeder Entdeckung dabei. Das, was wir hier zeigen, ist nicht gefaked, es ist in keiner Weise gestellt. Es funktioniert genauso, wie wir auch im Gelände arbeiten möchten. Kommen Sie in die Ausstellung, sprechen mit unseren Leuten. Sie erklären Ihnen sehr gerne, was Sie hier machen und wie Sie es machen. Wissenschaft und Forschung stehen seit über 132 Jahren im Mittelpunkt der Arbeit von National Geographic. Von National Geographic geförderte Expeditionen haben den Machu Picchu und die Titanic wiederentdeckt. Sie waren am Nordpol und in den Tiefen des Marianengrabens. Jacques Cousteau, James Cameron, Jane Goodall. Sie alle sind National Geographic Explorer, die mit ihrer Arbeit wichtige Erkenntnisse für die Menschheit liefern. Wir glauben daran, dass große Geschichten die Kraft haben, unser Verständnis der Welt zu verändern. Und National Geographic erreicht über die verschiedenen Kanäle wie Fernsehen, Magazine, Dokumentarfilme und Social Media Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Diese Reichweite nutzen wir, um genau diese großen Geschichten von großartigen Menschen in die Welt zu tragen. Die Geschichte von Philipp Havlik und seinem Team des Senckenberg-Museums hat genau diese Größe. Und von daher sind wir sehr stolz, dass wir dieses Projekt als exklusiver Medienpartner von Anfang an und auch vor Ort in Wyoming und Frankfurt unterstützen durften. Mit Interviews, Videobeiträgen, Social-Media-Postings und zahlreichen Artikeln auf nationalgeographic.de haben wir Edmonds Weg bis hierhin begleitet und hautnah berichtet. Und nun freuen wir uns sehr, dass alle Interessierten live dabei sein können, welche Geheimnisse und Erkenntnisse Edmund noch weiter bereithält. Vielen Dank für die spannende Zusammenarbeit und viel Spaß bei der Sonderausstellung Edmonds Urzeitreich. Das Besondere an Edmonds Urzeitreich ist die Verknüpfung von Grabung, Ausstellung und Wissenschaft. Denn die gefundenen Fossilien, die wir da hinten rausholen, werden nicht nur ausgestellt, sondern sie werden auch wissenschaftlich untersucht. Professor Andreas Mulch, Direktor des Frankfurter Forschungsinstituts und Museums, und Philipp Havlik werden Ihnen erklären, warum die Arbeit an dieser Fundstätte nicht nur wichtig, sondern auch hochaktuell ist. Darüber hinaus lassen wir Herrn Dr. Herbert Rebmann zu Wort kommen, Gründer der Lipoid-Stiftung. Die Lipoid-Stiftung ist Förderer dieses Projekts und ohne ihre Unterstützung, das muss man so direkt sagen, hätte es Edmonds Urzeitreich nicht gegeben. Deshalb an dieser Stelle schon mal einen herzlichen Dank an die Lipoid-Stiftung und die Familie Rebmann. Und jetzt viel Spaß. Mein Name ist Andreas Mulch und ich bin Direktor des Senckenberg-Forschungsinstituts und Naturmuseums hier in Frankfurt. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam auf wissenschaftliche Entdeckungsreise gehen, denn wir graben aus. Dinosaurierfossilien, 70 Millionen Jahre alt, und Sie können mit dabei sein. Es geht uns natürlich zum einen um Edmond, unsere Edmontosaurier-Mumie, die bei uns im Museum liegt, schon seit über 100 Jahren. Und was hier hinter mir liegt und aus den USA direkt zu uns gebracht wurde, entspricht genau den Fossillagen, in denen Edmond gefunden wurde. Wir möchten aber auch mit Ihnen gemeinsam anschauen, wie Wissenschaft funktioniert. Wenn man so will, gehen wir gemeinsam auf wissenschaftliche Entdeckungsreise in Edmonds Umwelt. Neuland wollen wir betreten. Was wir dabei finden werden, wir wissen es noch nicht. Seien Sie einfach mit dabei. Wir hätten gerne, dass Sie uns dabei über die Schulter schauen.
Wenn Sie also auch wissen wollen, was sich in 20 Quadratmetern Lance Formation mehrere Tonnen schwer verbirgt und was man an Klima- und Umweltinformationen aus diesen Fossilien herausholen kann, dann kommen Sie vorbei. Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen zu können. Ich freue mich sehr, dass ich hier einige Worte sagen kann zur Eröffnung dieser außerordentlichen Ausstellung, die vom Senckenberg Museum organisiert worden ist mit unserer Hilfe. Unser Bemühen ist wirklich, die Allgemeinheit auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Wir haben alle mit viel Interesse und viel Begeisterung diese Ausstellung vorbereitet, damit es ein Erfolg werden kann. Nun sind wir natürlich äußerst gespannt, was wir aus diesem riesigen Steinblock herausfinden können und ob wir vielleicht auch ganz neue Tiere finden können. Wir wären nicht Senckenberg, wenn uns nicht interessieren würde, wie sah es denn damals zu Lebzeiten von Edmond aus? Wir hatten, wie gesagt, wenig Ahnung davon, was war Wyoming vor 70 Millionen Jahren? Welche Tiere lebten dort? Wie warm war es? Was hat Edmond gefressen? Hat er vielleicht Wanderungen unternommen, wie es heute Büffelherden machen? Was ist das Ganze rundherum? Wie war das Leben in einer Hoch-CO2-Klimaphase? Wie konnten diese Tiere damals existieren? Wovon haben sie gelebt? Um diese Zusammenhänge zu verstehen, haben wir an Edmonds Urzeitreich eine ganze Reihe an Forschungsfragen angeknüpft, eben diese, die ich gerade erklärt habe. Und hinter diesen Forschungsfragen stecken nicht irgendwelche abstrakten Labore, sondern Menschen, so wie hier Andreas Mulch, einer der Direktoren von Senckenberg, der sich mit der Thematik beschäftigt, wie warm war es denn zu Lebzeiten von Edmond und dazu seine Zähne zermalt. Es sind insgesamt rund 20 Forscher von verschiedenen Disziplinen der Geo- und Biowissenschaften, von Senckenberg und verschiedenen befreundeten Instituten wie der Goethe-Universität oder der Universität Tübingen, die sich dem Thema angenommen haben. Jeder zu seinem Thema, jeder zu seinem kleinen Puzzleteil, das zusammen uns ein Bild davon gibt, wie sah Edmonds Urzeitreich aus. Wir sind hoffentlich wieder da, zumindest was den Ton betrifft. Wir hatten gerade ein paar Tonprobleme, dafür möchte ich mich natürlich herzlich entschuldigen. Aber für uns ist das eben auch Neuland und ich hoffe, Sie haben nicht abgeschaltet und haben sich einfach an den stummen zwei Gestalten erfreut, die hier gesessen haben und darauf gewartet haben, dass wir weitermachen können. Ich hatte gerade als letzte Frage noch gestellt, von Sabrina über Facebook kam, wie lange geht die Ausstellung nochmal? Und muss ich mich da anmelden oder kann ich ganz normal das Museum besuchen? Vielleicht machen wir da einfach weiter. Das Tolle ist an dieser Frage, die bestätigt schon was wir zeigen möchten hier in der Ausstellung. Die Ausstellung ist einfach nur Teil des normalen Senckenberg-Museums. Sie können die Ausstellung jederzeit bei uns besuchen. Wir sind ganz normal montags bis sonntags für Sie da. Sie müssen nicht mal separaten Eintritt bezahlen. Unsere Kollegen werden hier für Sie bereitstehen und Ihre Fragen beantworten, so gut sie das denn können. Wunderbar, ich glaube, das freut die meisten Zuschauer. Jasmin fragt, was sind die Vorteile einer solchen Ausgrabung? Es gibt eine ganze Reihe an Vorteilen. Im Gelände gibt es natürlich ein paar Schwierigkeiten, die man zu meistern hat. Das eine ist, dass wir im Gelände plötzlich wieder einen großen Thunderstorm haben. Dann haben wir überall Moskitoplagen. Dann geht wieder eine Kettensäge kaputt. Als nächstes haben wir wieder keine Druckluft. Dann ist das Stromaggregat kaputt und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich eine Grabung im Gelände durchführe, gibt es einfach unglaublich viele Unwegsamkeiten, die mir ein vernünftiges Vorgehen, ein sauberes, ordentliches, kleinteiliges Arbeiten nicht ermöglichen können. Deswegen haben wir das Ganze jetzt hier einfach in unsere Labore verlagert und Sie glauben gar nicht, wie toll das ist, in Frankfurt zu buddeln. Wir haben hier Strom, wir haben sogar einen Kühlschrank in der Nähe und noch viel besser, wir haben eine Kaffeemaschine. Es geht aber weiter, wir können hier auch sowas wie einen 3D-Scanner einsetzen. Wir können kleinste Objekte, millimetergroße Fossilien, die im Gelände verloren werden,
hier in unserem Baumbett raussuchen. Wir können die ganzen Befunde, die Zusammenhänge zwischen den Einzelfossilien deutlich besser dokumentieren und untersuchen, als wir das jemals irgendwo in den weiten Wyomings machen können. Okay, also mich überzeugt hat die Kaffeemaschine und der Kühlschrank. Definitiv. Aber das ist ja zweitrangig. Luca fragt über Facebook, welche Rolle spielt die Edmontosaurus-Mumie in der Ausstellung? Das ist ein ganz, ganz tolles Thema. Leider Gottes ist unsere Edmontosaurus-Mumie, die schon seit über 100 Jahren im Frankfurter Senckenberg-Museum zu bestaunen ist, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Sie lag in ihrem Schneewittchensarg, sie wurde kaum mehr beachtet. Und wir sind jetzt im Rahmen der Ausstellung immer mehr dahinter gekommen, was gibt es denn für tolle Geschichten um ihre Entdeckung. Wir haben sie neu inszeniert, wir haben ihr neues Licht verpasst, dadurch wirkt das ganze Objekt schon ganz anders. Sie ist jetzt in Augmented Reality zu bewundern, sie läuft plötzlich quer durchs Museum, ihre Herde gleich dazu. Und sie hat jetzt endlich diese Situation, die sie unbedingt haben muss. Sie ist inszeniert wie eines der wertvollsten und wichtigsten Fossilien des Senckenberg-Museums in Frankfurt. Für unsere Ausstellung brauche ich nicht zu erwähnen, dass sie die zentrale Rolle schlichtweg hat. Edmonds Urzeitreich heißt nun mal nicht umsonst Edmonds Urzeitreich. Yvonne fragt über Twitter, was war die größte Herausforderung in dem Projekt? Ich denke, es gab eine ganze Menge Herausforderungen, aber bleiben wir mal bei der größten, die du so nennen könntest. Deine Bemerkung kann ich definitiv bestätigen. Es gab eigentlich nur Herausforderungen, vom Anfang bis zu technischen Problemen jetzt bei der Aufnahme. Es gibt alles Mögliche, was wir hier hatten. Die schlimmste oder die größte Herausforderung, die wir definitiv hatten, war die Bergung dieser Blöcke. Wir haben damit Neuland betreten. Wir haben versucht, 30 Tonnen Gestein irgendwo aus dem Middle of Nowhere, ohne vernünftige Infrastruktur, ohne Kaffeemaschine, zu bergen. Wir haben versucht, neue Techniken zu entwickeln, wie man sowas überhaupt bewerkstelligen kann, wie man sowas in Container abladen kann. Wir haben uns in verschiedensten Runden mit Burkhard Pohl, mit Andreas Moich, mit Kollegen hier vom Senckenberg, mit Präparatoren, mit Paläontologen ausgetauscht und beratschlagt, wie man denn überhaupt sowas machen kann, bis wir am Ende eine Technik entwickelt hatten, die unglaublich materialintensiv war. Diamantkettensägen, Bagger, Gabelstapler, weiß der Kuckuck was alles an Technik, die aber, und das ist das Großartige, zum Erfolg geführt hat. Also es gibt nur Lösungen für scheinbar unschaffbare Herausforderungen. Das glaube ich gerne. Rojanak, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Rojanak fragt über Twitter, was geschieht mit den geborgenen Fossilien? Sie werden das Schicksal haben, was alle Fossilien haben, die irgendwann mal das Senckenberg sehen oder die mit uns in Berührung kommen. Das Senckenberg ist ja nicht nur ein großes Museum, sondern eigentlich ist es ein noch viel größeres Forschungsinstitut mit einer der größten naturwissenschaftlichen Sammlungen europaweit, naja sogar weltweit könnte man sagen. In diese naturwissenschaftlichen Sammlungen werden auch sämtliche Funde aus dem Edmontosaurus-Baumbett aufgenommen werden. Wir schätzen, dass es circa 1000 Knochen sein dürfen, vielleicht sind es auch 1200. Vielleicht sind es auch 2000, wir wissen es nicht genau, das werden wir am Ende der Ausgrabung sagen können. Jeder Knochen wird einzeln freigelegt, wird gefestigt, wird präpariert, wird dokumentiert in seiner Position, wird etikettiert, nummeriert, der kriegt eine Sammlungsnummer und geht dann in die ewigen Jagdgründe der paläontologischen Sammlung ein, die ihn als wichtige Forschungsinfrastruktur für die nächsten Jahrhunderte bewahren wird. Nicht ganz jeder, es gibt einige Knöchelchen, einige Zähnchen, die werden wir zu Forschungszwecken zerstören, die werden wir für geochemische Untersuchungen heranziehen und können dadurch noch viel mehr über Edmond und über seine Umwelt herausfinden. Okay, spannend. Das heißt also, wir werden noch eine ganze Menge von dem Projekt hören, von Seiten der Wissenschaft auch. Davon kann man ausgehen. Seitens der Wissenschaft, wir haben ja in den Beiträgen gesehen, dass es ja auch ein wissenschaftliches Projekt ist oder zu einem großen Teil ein wissenschaftliches Projekt ist. Dazu passt die Frage von Yvonne, die sie über E-Mail gestellt hat. Gibt es schon neue wissenschaftliche Erkenntnisse? Normalerweise spricht man von wissenschaftlichen Erkenntnissen ja erst dann, wenn wir auch was publiziert haben. Normalerweise ist es so, wenn ich eine Ausstellung eröffne oder wenn ein Projekt noch nicht allzu lange angelaufen ist, dass noch nichts publiziert ist. Und selbst da können wir in diesem Fall trumpfen. Die erste Publikation ist bereits vor 2 Monaten erschienen. Es ist eine Publikation von Professor Uhl hier aus der Paläontologie in Frankfurt, der sich den Mageninhalt von Edmond angeschaut hat. Tatsächlich war alles, was immer wieder in der Literatur publiziert wurde, was Edmontosaurier, was Hadrosaurier, Entenschnabelsaurier gegessen haben, basierte auf einer Arbeit, auf einer kleinen Notiz aus dem Jahr 1922. Dieter Uhl hat sich das Material in unseren Sammlungen wieder herausgesucht, hat es neu untersucht, nach heutigen Standards untersucht, hat sich die Palynologie angesehen, hat herausgefunden, ja, es sind Pflanzenreste, aber diese Pflanzenreste sind erst nach dem Tod des Tieres in den Kadaver reingespült worden. Das war also nicht seine Henkersmahlzeit.
Klingt jetzt relativ enttäuschend, aber extrem wichtig für die weitere Forschung. Jetzt hat uns natürlich gleich interessiert, was hat er denn dann gegessen? Und um der Sache auf die Spur zu kommen, untersuchen wir sowohl Kratzer auf der Zahnoberfläche als auch zermahlene Zähne, zermahlenen Zahnschmelz, den wir aus seiner Isotopengeochemie untersuchen. In Tübingen, in Frankfurt, an Frankfurt im Senckenberg, genauso wie an der Frankfurter Universität. Die Ergebnisse sind allerdings noch nicht publiziert. Ich hoffe, dass wir da im Laufe des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres, genaue Ergebnisse haben werden. Kann ich mich nur wiederholen, was ich bei der letzten Frage gesagt habe. Da sind wir mal gespannt drauf. Die nächste Frage, die kommt von Jürgen. Jürgen fragt, wie kam es eigentlich zu der Ansammlung von Knochen? Das ist eigentlich die Frage, weshalb ich auch dieses Projekt so liebe. Das ist genau die Fragestellung, die so spannend ist. Das ist die Detektivarbeit der Paläontologie, die Untersuchung der Taphonomie. Was geschieht mit einem Tier zwischen seinem Tod und seiner Einbettung in Gestein? Und tatsächlich können wir hier sagen, die Knochen sind nicht zusammenhängend. Das bedeutet, dass die Tiere nicht an Ort und Stelle gestorben sind und gleich zugedeckt worden sind, sondern es muss irgendwas mit ihnen geschehen sein. Eine Arbeitshypothese, die wir jetzt aufgestellt haben, ist, dass diese Kadaver irgendwo in Flussnähe verendet sind, vom Fluss in ruhige Gewässer, zum Beispiel ein Totarm, irgendein abgeschnürtes Gewässer, wo das Wasser stehen bleibt, zusammengetrieben worden sind, die Kadaver nach und nach vergammelt sind und diese vergammelten Knochen zugrunde gesunken sind. Die haben sich angereichert in einer Lage und zu einem späteren Zeitpunkt hat der Fluss diese Knochen nochmal weiter transportiert, ein bisschen durcheinander gebracht, abgerollt und nochmal oben drüber abgelagert. Das beobachten wir momentan im Baumbett. Das ist jetzt eine ganz, ganz allgemeine Aussage, wie ist es denn geschehen? Die Details, die da dahinter stecken, die sind extrem viel interessanter und die werden wir im Laufe des Projekts mit statistischen Methoden, welche Knochen haben wir wo gefunden, wie kaputt sind sie, analysieren. Also das ist genau der Part, den ich persönlich mit am spannendsten finde. Wir haben hier eine Frage von Holger gekriegt über Twitter, finde ich selber total spannend. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, ein zusammenhängendes Skelett zu finden? Die Wahrscheinlichkeit ist immens, es passiert einem täglich, also zusammenhängende Dinosaurier sind, nein, Quatsch, völliger Unsinn. Das ist die absolute Königsklasse. Mhm. Tatsächlich gibt es unglaublich viele isolierte einzelne Dinosaurierknochen. Ich würde fast behaupten, jeder, der nach Wyoming geht und ein bisschen Ahnung hat von Fossilien, der wird einen Dinosaurierknochen irgendwo finden. Das ist eigentlich relativ einfach. Zusammenhängende Dinosaurier zu finden, das ist die absolute Kür. Ich habe es tatsächlich in Jahrzehnten Grabungstätigkeit nur ein einziges Mal geschafft, einen zusammenhängenden Dinosaurier zu entdecken, tatsächlich auch einen Entenschnabeldinosaurier. Das ist aber schon ein Gefühl, wie wenn der Archäologe Gold findet. Das ist passiert unglaublich selten. Wenn wir es jetzt mal in Zahlen ausdrücken, von Edmontosauriern gibt es 100.000 Einzelknochen. Es gibt Unmengen an isolierten Elementen von Edmontosauriern, von Schädeln, von Kiefern, von Oberschenkeln, Wirbeln, was weiß ich was. Es gibt aber nur ein paar Dutzend Skelette. Und wenn wir jetzt noch mal einen draufsetzen, es gibt auch nur eine Handvoll Dinosaurier-Mumien wie unseren Edmont. Das heißt also, noch besser wäre dann vielleicht eine Mumie, aber schon ein Skelett fände ich ziemlich cool, wenn er das finden könnte. Ja, das denke ich auch. Auch im Hinblick auf die Zeit, die wir so ein bisschen im Auge haben müssen, wir haben noch zwei Fragen. Und zwar die erste Frage, die kommt von, auf jeden Fall über Twitter, wo ist der Name? Finde ich gerade nicht. Ist auch zweitrangig. Welche Fossilien befinden sich noch in dem Baumbett? Naja, die richtige Frage wäre eher, welche Fossilien finden sich nicht in dem Baumbett? In der Lens Formation, also in dem Fundhorizont, in dem wir hier arbeiten, sind bisher an die 70 verschiedenen Wirbeltiere bekannt. Das geht von Schildkröten über Krokodile, über irgendwelche urtümlichen Reptilien, Flugsaurier, Dinosaurier, es sind sogar Säugetiere dabei. Wir haben Haie drin, es sind Fische da. Die Liste könnte man fast beliebig fortsetzen. Es geht aber noch einen ganzen Schritt weiter. Neben diesen großen, tollen Funden gibt es auch ganz, ganz viel Kleines, was wenig beachtet wird. Ja. Es gibt Bernsteine, die sind 5 mm groß. Es gibt kleine Holzkohleschnipsel, die uns verraten, es hat gebrannt. Wir haben palynologische Proben aufbereitet. Wir haben also ein komplettes Pollenspektrum. Naja, um die Jahreszeit ja allerseits bekannt. Ja. Wir wissen also genau, welche Bäume haben gab es in der Nähe von diesen von dieser Fundstelle zur damaligen Zeit. Wie sah die Vegetation, wie sah die Umwelt aus? Okay. Also ein unglaublich reiches Ökosystem in einem extrem warmen und feuchten Klima. Okay. Gut, letzte Frage von Marina, kam über Facebook.
Wer hat zur Zeit Edmonds gelebt? Vielleicht nicht alle, aber vielleicht so ein paar Beispiele, wer noch zu der Zeit von Edmonds gelebt hat. Die Zeit Edmonds war ja die Zeit, die letzte Zeit der echten großen Dinosaurier. Wir haben ja heute noch die Vögel, die es tatsächlich überlebt hatten vor 66 Millionen Jahren, als irgendeine größere Katastrophe den Großteil der Dinos ausgelöscht hatte. Zuvor gab es aber eine extrem reiche Fauna an Dinosauriern, zusätzlich auch ganz viele andere Reptilien, die in den USA gelebt haben. An den Fundstellen, ich würde mich jetzt nur darauf beschränken, sind die bekanntesten oder die häufigsten Vertreter, die auch, glaube ich, jeder aus den alten Dinosaurierbüchern aus der Kinderzeit noch kennt. Das sind ganz, ganz klar Triceratops. Das sind gepanzerte Dinosaurier aus der Gruppe der Ankylosaurier, also solche richtigen massiven Kerle mit so einer Rüstung außen dran. Es sind aber auch agile Jäger wie T-Rex, bis hin zu kleinen Raptor-ähnlichen Tieren, die vielleicht so groß waren wie ein mittelgroßer Hund und aussahen wie ein gerupftes Hühnchen. Also es gab wirklich alles Mögliche an Dinosauriern. Es war ein üppiges Ökosystem. Man kann es sich vorstellen wie der Westen der USA, nur nicht mit Büffeln, sondern mit Dinos. Hört sich spannend an. Philipp, herzlichen Dank dir für die Beantwortung der Fragen. Ich hoffe, dass das für Sie auch wunderbar gepasst hat. Wenn Sie weitere Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, die zu stellen, auch wenn wir die jetzt nicht beantworten können oder auch wenn wir jetzt nicht alle Fragen beantworten konnten. Wir werden sie innerhalb der nächsten Tage, Wochen beantworten. Sie können auch durch die gesamte Projektlaufzeit, die bis zum Oktober läuft, Ihre Fragen an uns schicken. Nutzen Sie die sozialen Medien dafür oder direkt per Mail oder unsere Homepage. Philipp, damit sind wir am Ende unserer Eröffnungsveranstaltung angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, besuchen Sie uns mit Ihrer Familie, mit Ihren Freunden, besuchen Sie uns allein in Kleingruppen, aber ganz wichtig, sagen Sie es weiter. Neben der Premiere der heutigen Ausstellungseröffnung, die wir digital durchgeführt haben, haben wir heute auch als Premiere die Online-Gehung? Nein, dass wir im Endeffekt unser populärwissenschaftliches Magazin, die Naturforschung Museum, ab heute auch online zur Verfügung stellen. Unter www.senckenberg.de/magazin können Sie in der neuesten Ausgabe stöbern, die sich nun auch ausgerechnet mit der Edmontosaurus-Ausgrabungsstätte mit Edmonds Urzeitreich beschäftigt. Wir haben Ihnen heute gezeigt, was wir mit Hilfe von Partnern, Förderern und finanzieller Unterstützung auf die Beine stellen können. Wenn Sie der Meinung sind, Senckenberg braucht mehr solcher einzigartigen Projekte, und Sie uns dabei unterstützen möchten, dann melden Sie sich bei uns. Und wer weiß, vielleicht eröffnen wir irgendwann auch mal Ihr Projekt bei uns. Allerdings muss ich sagen, dann lieber real, das ist doch irgendwie angenehmer, wenn man direkten Kontakt zu seinen Gästen hat. Bleibt mir zum Schluss nur noch Dank auszusprechen. Du könntest inzwischen schon mal was vorbereiten, Philipp. Ich such mal während was. Ich den Dank ausspreche. Und zwar bedanken wir uns bei unseren Partnern und bei unseren Unterstützern. Das sind in erster Linie die Lipoid-Stiftung, National Geographic, der Frankfurter Kunstverein und das Wyoming Dinosaur Center, ohne die wir und ohne deren Engagement vor allem wir diese Ausstellung gar nicht so hätten realisieren können. Ein großer Dank geht auch an Philipp und sein Team. Ihr habt das wunderbar gemacht. Ihr habt uns eine fantastische Ausstellung beschert und ich hoffe, dass Sie das genauso empfinden werden, wenn Sie uns in Natura besuchen. Und ein weiterer großer Dank geht an das ganze Team hier im Hintergrund, das Sie gar nicht sehen können, aber die wahrscheinlich noch viel mehr geschwitzt haben als ich, ob das hier alles glatt geht. Und ich finde, trotz der kleinen technischen Störung, die wir mit dem Ton hatten, es hat wunderbar funktioniert und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen für den Einsatz, den ihr in den letzten Tagen geleistet habt. Damit bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen. Halt, richtig. Bei Ihnen bedanke ich mich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr zu sagen, als dass wir, Philipp, gemeinsam mit Ihnen auf den Erfolg von Edmonds Urzeitreich anstoßen. Bis bald bei uns im Senckenberg. Auf Ihr Wohl. Auf Ihr Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.